Diese Frau hier hinter mir ist einfach in einen Strudel geflossen worden während des Schwimmens. Das hier hinter mir ist Jenny. Sie ist 42 Jahre alt gewesen und war eine wirklich super gute Schwimmerin. Sie ist immer in Kalifornien in einen riesengroßen See eben schwimmen gegangen, in einer Nähe von einem riesengroßen Berge. Jenny wusste damals schon, dass sie sich dort etwas in Gefahr begibt, weil es nämlich in dem Wasser bzw. in dem See ein Strudel gibt. Dieser Strudel war wirklich eigentlich immer ziemlich klein und deswegen hat es eben kaum etwas ausgemacht, als Jenny dort eben schwimmen gegangen ist. Doch eines Tages war sie dort wieder schwimmen und ist mit ihrem Auto dorthin gefahren. Nachdem sie dort angekommen ist, hat sie sich eben umgezogen und ist dann in den See gegangen, wo sie eben geschwommen ist. Ihr ist aber aufgefallen, dass dieser Strudel irgendwie nicht mehr da war, beziehungsweise sie hat ihn einfach nicht mehr gesehen. Sie dachte sich, dass es perfekt wäre, weil da muss sie halt auch eben keine Angst mehr haben, dort schwimmen zu gehen, weil sie die Location einfach geliebt hat. Dort ging meistens die Sonne unter, sie war an einem riesengroßen Berg und das Wasser war ziemlich klar. Doch dann ist ihr auch aufgefallen, dass die Strömung an diesem besagten Tag irgendwie stärker als sonst war. Jenny hat sich dabei aber wirklich nichts gedacht und ist einfach ganz normal weiter geschwommen. Doch irgendwann hat die Strömung sie in eine bestimmte Richtung geflossen. Und dort war eben ein riesengroßer Strudel, ein viel größerer Strudel, als er früher mal dort war. Jenny ist mehrere Male untergegangen damit und ihr müsst euch vorstellen, dass sie eine wirklich gute Schwimmerin war, aber auch sie hatte dagegen keine Chance. Sie konnte sich mit ihren Füßen gerade so an dem Rand eben festhalten, so dass sie nicht in dieses große Strudelloch fällt. Einige Leute haben es dann einfach gesehen, was mit Jenny gerade passiert und haben natürlich sofort die Hilfe angerufen. Als die Hilfe dann eben angekommen ist, sind sie natürlich sofort mit einem Boot auf den See rausgefahren, um Jenny eben ihr Leben zu retten. Doch jede Hilfe kam zu spät und Jenny ist einfach in diesen Strudel gefallen. Das Boot hatte leider nicht die richtigen Utensilien dabei, um sie aus dem Strudel retten zu können, also haben sie sich einfach gedacht, dass sie ein Seil runterwerfen, damit sich eben Jenny eventuell daran festhängen kann. Doch Jenny hat es nicht geschafft, sich an diesem Seil festzuhalten und sie ist einfach spurlos verschwunden. Die Auflösung der gesamten Geschichte ist wirklich ziemlich krass, denn hierbei kann man nur um Theorien reden, denn sie ist wirklich nicht mehr aufzufinden gewesen. Einige Wissenschaftler, die eben in solchen Sachen studiert haben, mit eben Strudeln, Strömungen und halt eben den gesamten Gewässern wie Meere und Seen, haben einfach eine krasse Theorie aufgestellt. Und zwar sagen sie, dass es tatsächlich sein kann, dass sie an einem anderen Ende von diesem Strudel wieder an Land gekommen ist. Das bedeutet, dass der Strudel meistens einen Eingang hat und natürlich auf der anderen Seite irgendwo auch wieder einen Ausgang haben muss. Und an diesem besagten Ausgang ist wahrscheinlich Jenny lebend oder eben nicht mehr lebend rausgeflossen. Aber es gibt tatsächlich keinerlei Hinweise, was mit Jenny passiert ist. Ein paar andere Leute behaupten, die das Ganze beobachtet haben, dass Jenny doch gerettet werden konnte und sie einfach ganz normal ihr Leben weiterlebt. Aber an sich gibt es von ihr keine Spur mehr. Sie ist nicht mehr zu Hause aufgetaucht und ist auch nicht mehr auf ihre Arbeit gekommen. Was denkt ihr? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Aber ich halte schon für realistisch, dass es eben auch einen Ausgang von eben auch einem Eingang geben muss. Das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns morgen in einem weiteren Video. Bis dahin, haut rein und ciao.